Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Mr. Sneaky Zockt. Und ja, oh mein Gott, ernsthaft jetzt? Okay. Oh mein Gott, die Talmos sind hier. Ah ja, stimmt, die Talmos sind ja auch hinter S-Bern her. Okay, erstmal, was ist im letzten Part passiert? Also, im letzten Part sind wir hier in den Rattenweg gegangen. Haben gegen ein paar Leute gekämpft, die uns angegriffen haben. Und müssen hier jetzt gegen ein paar Talmer kämpfen, die den S-Bären suchen. Und der ist ja der Einzige, der was über die Drachen weiß, oder? Der es herausfinden kann, was da jetzt los ist. Blöder Talmer, geh weg. Du kannst mich mal mit dieser blöden Waffe. Ich habe keine Ahnung, was für eine Waffe ist und ich will es auch nicht unbedingt wissen. Du stirbst einfach. Ha, ihr und euer blödes Blocken, das nervt mich so hart. So, tot. Okay. Soldat der Talmer, Langbogen, nein, nein, nein. Ich brauche nur deren Pfeile. Elfenhelm, naja, den Helm will ich nicht unbedingt, auch wenn der vielleicht ein bisschen stärker ist, aber ich mag gerne meine Maske, die ist mir ein bisschen wichtiger. Außerdem bekomme ich dadurch 70 Punkte Ausdauer dazu. Richtig geil, eigentlich. Eigentlich ist es richtig geil dafür. Es gibt aber noch bessere Masken, auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht mehr alle Effekte, aber eine davon ist richtig, richtig gut. Und die möchte ich auch gerne haben. Aber ich möchte auch nicht, dass sie mich jetzt spoilert, wo die Masken sind. Also ich möchte das alles alleine herausfinden. Und falls ich mal Fragen an euch habe oder an dich, Soundtrack-Scammer, dann kannst du mir, wenn du willst, helfen. Okay, und ich weiß nicht, ob ich hier richtig laufe. Oh Mann, das ist wie ein Labyrinth, Alter, das nervt. Ah, okay, ich bin richtig. Was zum Teufel? Ach, ein Schädel. Okay, warum nicht? So, Geldbeutel, da ist ein Geldbeutel, ja. Geldbeutel, ich weiß nicht, ob das gerade gut ist, wenn ich das nehme, aber naja, YOLO. Geldbeutel, da hat es 37 Gold. Da hat es kleine Truhen. Oh, wie süß, Mini-Truhen. Okay. So, Kammer, ja, diese Truhen kann man leicht verstecken und seine Beute ist somit auch. Ja, kleine Truhen sind nicht schlecht, auf jeden Fall. Da verstecken die auch gute Beute, wie es aussieht. Ja, das ist nicht schlecht, was da drin ist, aber Stahlrüstung brauche ich nicht unbedingt. Da hat es noch Gold, Geldbeute und nochmal ein Gold. Hey, ich möchte gerne das Gold. Okay, warte mal, ich brauche das Gold hier. So, auch wenn es nur 3 Gold ist hier, das da noch drauf lag, aber egal. Mit 3 Gold kann ich auch richtig gut was anfangen. So, da ist Krüge, ich sehe hier wieder nichts, ich brauche Magielicht. Da ist noch eine große Truhe. Ah, eine Novizentruhe mal wieder, was auch sonst. So, mir gehen langsam die Dietriche zur Neige und das ist nicht gerade schön. Na toll. Okay. Gut, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass ich ein bisschen mehr aufpassen soll, aber das hat sie jetzt auch erledigt. Oh, warte mal. Was? Oh. Das hat, glaube ich, was mit einer Quest zu tun. Mit einer kleinen, kleinen Mini-Quest. Ich nehme es einfach mal mit. Warum nicht? Warum nicht? So, okay. So, falls uns irgendjemand fragt, der so heißt, der seinen Bogen verloren hat, wir haben ihn auf jeden Fall. Und den darf ich jetzt nicht vergessen wegzutun, oder ich sollte ihn jedenfalls nicht wegschmeißen oder so, weil sonst wäre es ein bisschen peinlich. Hat es hier noch irgendwo was Interessantes? Ich brauche hier Licht, Mann. Nee, da hat es Öl. Öl, Öl, Öl. Da hat es nochmal eine Zaubertränen des Beschwörens, okay. Oder des Beschwörers, eher gesagt. Rattenweg. Gehege. Okay, eigentlich kenne ich Gehege eigentlich nur vom Zoo, aber ja gut, vielleicht hat es da drin Affen oder so, oder keine Ahnung. Ratten? Naja, Ratten. Ob man dafür jetzt ein Gehege braucht, ist auch was. Nee, eigentlich nicht. Okay, mal gucken, was da drin hat. Oder ob da wieder ein paar Talmos sind, die uns töten wollen. Das kann ja auch sein. Nein, da hat's nichts. Okay. Ich möchte hier einfach so schnell wie es geht durch. Geht's denn da weiter? Verdammt nochmal, hier ist so dunkel. Sorry, wenn ihr nicht so viel sehen könnt, aber ich kann da jetzt auch nichts ändern. Ich kann nicht. Ich könnte vielleicht die Helligkeit ein bisschen hoch machen, aber. Ah, ich weiß nicht. Hö, was? Oh mein Gott. Weg, weg, geh weg. Oh, das ist ein Koch, wie es aussieht. Warte mal, ich muss hier mal ein bisschen Licht machen, so. Oh ja. Jedenfalls, er hat eine Kochmütze auf. Ihr kennt ja, die Köche haben nicht öfters mal so eine Mütze an. Ja, da steht es sogar. Kochmütze. Oh ja, ich war schon öfters mal in der Küche. Oder im Restaurant, da haben die öfters mal sowas angehabt. Oder müssen sogar sowas anhaben. So, nein, 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 brauche ich nicht. Schleifstein, nein. Da ist nochmal irgendwo ein Gegner. Nicht gut, nicht gut. Ne, okay, gerade gedacht, da geht's weiter. Aber war wohl nichts.
Ich würde mal sagen, dass wir einfach mal hier hingehen. Oh Mann, die Magika regeneriert sich nicht mehr. Wegen diesem blöden Gegner hier. Es wird wieder so ein scheiß Soldat der Talma. Ich kann es so wetten. Ah, Tür. Achso, verschwindet. Alles klar. Esbern, mach die Tür auf. Ich bin ein Freund. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Esbern. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Schon gut. Delfin hat mich geschickt. Delfin? Woher? Also habt ihr sie endlich gefunden? Und sie hat euch zu mir geführt. Jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Delfin braucht eure Hilfe, um die Drachen aufzuhalten. Überreden. Tut sie das? Dann hat sie also endlich die Wahrheit erkannt. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Sprich mit Esbern. Abgeschlossen. Finde Esbern in der Wolfskaserne. Oder? Stand da Wolfskaserne? Finde Esbern. Nee, Wohnkaserne im Rattenweg. Okay. Ich habe gerade Wolfskaserne verstanden. Komisch. Alter, ist das eine gut gesicherte Tür? Meine Güte. Alter, wie viel Schlösser das hat. Das wäre geschafft. Kommt herein, kommt herein. Fühlt euch wie zu Hause. So, besser. Jetzt irgendjemand redet da unten. Oh, wow, okay, das ist echt gut verschlossen. Verdammt nochmal. Immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. Was meint ihr mit, es ist hoffnungslos? Ihr es noch nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Die Weise des Drachen sind los. Genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Oh, okay, das habe ich nicht gewusst. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Ja, das wollen wir mal sehen. Zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Alduin, der Drache, der die anderen von den Toten auferstehen lässt. Ihr redet über das, was buchstäbliche Ende der Welt. Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Ihr redet über das buchstäbliche Ende der Welt. Oh ja, es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Es scheint, als seien die... Bis jetzt. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Es ist nicht hoffnungslos, Esbern. Ich bin ein Drachenblut. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delfin. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber gebt mir... Abgeschlossen, eine Ratte in der Klemme. Okay. Ein paar Dinge mitnehmen. Das werde ich brauchen. Nein, nein, nutzloser Tant. Wo ist meine kommentierte Hanuade? Das Buch der Tra... Nein, das Buch der Detra. Aber ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Wow, begeistert. Ich bin begeistert, wie er das einfach so... Keine Ahnung, wie er das macht. Okay, gut. So. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber jetzt wollte ich es nicht mehr. Na toll, das ist mal wieder super. Okay, wir müssen ihn jetzt zu Delfin bringen. Und da könntest du wieder schon ein bisschen quatschen gehen, warum nicht? Also, ich glaube, wir müssen hier runter. Ah, da hast du eine Lehrlingstruhe. Oh, das ist doch alles scheiße, Mann. Jetzt ohne Witz, das ist alles scheiße.
So, ach komm schon, jetzt. Ernsthaft jetzt? So, gut. Okay, Schlossknacken. Wir sind bald. Schlossknacken. Stufe 40, wie es aussieht. Ja. Was da unten steht. Nein. Warte mal, irgendjemand redet da. Ich habe nur keine Ahnung, wo. Geht's da weiter? Da geht's weiter. Bringt es was? Nein, ich bin kreis gelaufen. Na toll. Okay, hi Magielicht, was geht? Schön, dass du auf mich wartest. Rattenweg, Gewölbe. So. Boah, Mann, Mann. Okay, ich glaube sogar, dass man in 4-5 Parts oder so, wenn wir weiter die Hauptquest machen natürlich, dass wir dann ein bisschen auf Erkundungstour wieder gehen. Also manchmal die Hauptquest ein bisschen machen, manchmal wieder ein bisschen erkunden gehen. Und ich sollte mal nach Windhelm gehen und die diese Nordmalt, die uns nach Solzheim befördert, das sollten wir auch mal hin, weil das ist nicht auch eine, das ist nicht die Hauptstory von, wie heißt die nochmal, von, ach man, ich habe keine Ahnung mehr, wie die das nochmal heißt, okay, das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen peinlich jetzt, ich habe echt keine Ahnung mehr, wie die nochmal heißt. Ja, jedenfalls ist es auch eine Hauptquest von Solzheim eben, so. Oder wie heißt nochmal das DLC? Ach. Okay, ich bin gerade sowas von verwirrt, Mann. Ich weiß gerade echt nicht mehr, wie das heißt. Naja, egal. So, wo müssen wir jetzt hin? Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wo der Ausgang ist. Oh, doch, hier, oder? War der Ausgang hier? Ja, ich glaube, der war hier jetzt. Ich sehe hier wieder 0. So, gut, danke. Schönes Licht. Gut, dass du mit dem Weg zeigst, wo ich hin muss. So, jetzt wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich es hier eingesetzt hätte. Kann ich hier lang? Nein, hier kann ich auch nicht lang. Ich habe keine Ahnung, wo geht's da lang? Boah, das ist so ein richtiger Irrgarten. Ich hasse es einfach. Das ist sowas von ätzend. Okay, da kamen wir ja, da waren wir ja vorhin. Also, wir sind jetzt gleich am Ende wieder. So, jetzt da lang. Auch ein geiler Name, auf jeden Fall, die zersplitterte Flasche, Mann. Puh, ich geb den Typen eine 1, der sich den Namen ausgedacht hat. Okay, eigentlich nicht, ich gebe ihm eine 6 einfach für den Namen, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie der drauf gekommen ist, einfach. So.